spreche das natürlich deswegen an, auch in Bezug auf die Studie. Diese Kooperation zwischen Verlagen und Hochschulen sind in Amerika, vor allem in New York, gang und gäbe. Wir haben uns ja vor 3 Wochen bei der BDZV-Chefredakteurskonferenz getroffen. Wenn Sie so in die Runde Ihrer Kollegen blicken, wie schätzen Sie denn da die Offenheit ein, unter deutschen Chefredakteuren so ein bisschen stärker out of the box zu denken, so ein bisschen stärker von außen Impulse sich reinzuholen? Ist da eine Grundstimmung da, sich auf solche Experimente einzulassen, oder ist man dann doch eher konservativ? Nee, ich glaube, die Grundstimmung ist schon da. Alle haben ja begriffen, dass das Internet, so wie es ein Verleger früher mal sagte, hat ein Verleger zu mir gesagt, Herr Heider, machen Sie nicht so viel im Internet, das geht auch wieder. Das ist irgendwann voll, ne? Ja, nein, ich glaube, ja, das war Bernd, nein, das war, ja, genau. War nicht Matthias Döpfner. Also diese Einschätzung ist, glaube ich, überholt. Insofern interessieren sich jetzt alle für Internet. Ich habe manchmal die umgekehrte Sorge, dass man dieses Papier aus dem Auge verliert. Ne? Also ich hatte so gehofft, dass Sie fragen, was ist eine Innovation? Dann hätte ich gesagt, eine Innovation ist eine Zeitung auf Papier. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass man dieses, ich weiß nicht, wer das hier heute gesagt hat, oder vielleicht war es auch in einem Gespräch heute Nachmittag, tatsächlich werden ja immer noch 24 Millionen Tageszeitungen auf gedrucktem Papier verkauft. Und wir beim Abendblatt verkaufen jeden Woche für 1,5 Millionen Euro Zeitungen auf Papier. Und meine Sorge ist, dass bei dieser ganzen, dass die Deutschen es wieder mal zu genau nehmen, dass sie jetzt sagen, komm, wir lass das Papier, lass das weg. Immer, ne? Also Selbstmord aus Angst vor dem Tod. So ein bisschen. Die andere Sorge habe ich nicht, dass die Offenheit für digitale Geschichten, die Diskussion, also es gibt ja kaum noch eine Chefredakteursrunde, wo sie, da bin ich ganz bei Herrn Grassmann, also ich würde sehr gerne mit Chefredakteuren über Inhalte sprechen. Haben wir bei Wulff alles richtig gemacht? Haben wir bei Christian von Bötticher uns nicht ein bisschen veräppeln lassen und so? Keine Chance, sie reden über iPhone, über Smartphone, über iPad. Sie reden eigentlich nur noch über Technik-Sachen. Und manchmal denke ich, irgendwie wäre ich mal Ingenieur oder Klempner geworden, könnte ich heute besser mitreden, weil Inhalte kein Thema mehr. Aber innerhalb der Redaktion, wo sehen Sie denn da Innovationspotenzial? Wir haben ja eben schon gehört, es gibt viele, gerade beim Abendblatt sicher auch gestandene Redakteure, Edelfedern, die mit Technik eigentlich nichts wieder im Hut haben wollen. Wie löst ihr das? Wo seht ihr sozusagen in der Redaktion, in den Organisationsformen auch Innovationsmöglichkeiten? Also wir leben das, ehrlich gesagt, finde ich zum Beispiel, es ist sehr innovativ, dass wir unseren Leuten sagen, ihr müsst nicht mehr in die Redaktion kommen. Warum muss heutzutage mit in Zeiten von iPad, iPhone, Internet, ist es absurd, dass jeden Tag 200 Leute in die Redaktion in die Innenstadt fahren und 200 Leute wieder raus. Ich habe es mal hochgerechnet. Man muss auch gar nicht mehr recherchieren vor der Tür. Vorsicht, recherchieren ist nicht ganz so unwichtig, wie in die Redaktion kommen. Aber in der Redaktion kommen, da sind die wenigsten Geschichten passieren in der Redaktion. Gut, bei uns sind, man muss dazu wissen, bei uns sind 15% der Leute miteinander verheiratet. Also insofern macht es schon Sinn, manchmal in die Redaktion zu kommen, weil man sonst seinen Ehepartner nicht so sieht oder kennenlernt. Aber also das ist ein Ding. Wir bieten den Leuten an, also ich sag, wir haben einen Kollegen, der sagt, ich komme jetzt ein Jahr nicht mehr. Da sag ich, es mir völlig egal, solange du regelmäßig deine 4, 5 Geschichten lieferst. Die Leute sollen gerade dahin gehen, wo die Geschichten sind, bei den Leuten, bei ihren Nachbarn in der Straße. Das finde ich schon ganz innovativ. Und sonst ist irgendwie innovativ, was ist innovativ? Wichtig ist, dass es den Leuten, glaube ich, Spaß macht, dass sie diese Dinge in der Hand haben. So ein iPad ist ja selbsterklärend. Ich habe einen 6 Monate alten Sohn, der findet iPad total cool, ist den ganzen Tag so am Machen und ich warte darauf. Meiner ist 2, der kann das auch schon. Ja, wenn er vorm Fernseher sitzt und dann so macht und sich wundert, dass es nicht funktioniert. Also man muss den Leuten diese Geräte zur Verfügung stellen, man muss ihnen den Spaß daran vermitteln. Wir haben jetzt seit kurzem so eine Möglichkeit, Livestreams zu machen mit so einer Art Rucksack auf dem Rücken. Ja, dass man geht rum und filmt und das ist sofort live auf abendblatt.de. So kriegt man die Leute, indem man ihnen den Spaß an diesen ganzen Techniken gibt und eben auch die Möglichkeit, die Arbeit so zu gestalten, wie es diese Techniken ermöglichen. Herr Jepsen, Sie sind ja jetzt eigentlich schon von Berufswegen sehr mit Technologie befasst als Journalist. Für wie abhängig halten Sie denn Journalismus heute von Technologie generell? Und ist es gut oder schlecht, diese Abhängigkeit? Ja, ich denke, das Beispiel, was Lars Heider erzählt hat mit dem Rucksack, ist ein gutes Beispiel, das zeigt, wie viel einfacher es zum Beispiel auch für freie Journalisten geworden ist, Videos zu drehen, Audiodateien ins Netz zu schicken. Und generell wird das Reporten sehr viel leichter. Insofern ist die Technik ein sehr hilfreiches Mittel für Freie unter anderem und für Redaktionen,
mit weniger Aufwand als früher multimediale Inhalte ins Netz zu bringen. Es gibt ja einige Hardliner, die sagen, Journalisten müssen jetzt auch programmieren lernen. Sehen Sie das auch so? Das für sich keinen Grund. Es ist ja eher umgekehrt, dass durch moderne Content-Management-Systeme, also Redaktionssysteme, Redakteure immer weniger, also Redakteure, die zum Beispiel Internetseiten bespaßen müssen, die müssen immer weniger sich mit Technik auskennen. Die Redaktionssysteme werden immer einfacher. Insofern sehe ich da kein Problem. Sie sitzen ja hier auch so ein bisschen als das Gewissen in der Runde, als DJV-Vertreter. Fangen wir mal allgemein an. Die Journalistenverbände, wie reagieren die denn eigentlich auf den Medienwandel? Welche Ängste und Hoffnungen werden denn an sie herangetragen in dieser Funktion? Ich denke, es gibt wahrscheinlich so viele Einstellungen zu dem Medienwandel, wie es Gewerkschaftsmitglieder gibt. Das ist, Jetzt aber eine sehr diplomatische Antwort. Ja, das ist das volle Spektrum. Es gibt Besitzstandware, also Printjournalisten, denen es darum geht, möglichst wenig mit Technik zu tun zu haben und möglichst wenig fürs Internet arbeiten zu müssen. Und es gibt Leute, und das ist unabhängig vom Alter, die alles mitmachen, was da neu auf den Markt kommt. Würden Sie denn aber sagen, dass Beschleunigung und Eigendynamik durch die Technologie zum Problem geworden ist? Stellen Sie da auch eine Überforderung fest von DJV-Mitgliedern, die sagen, da müssen wir wieder mehr stärker für unsere Freiheiten kämpfen, wir müssen unsere Rechte stärker durchsetzen. Ich will nicht, dass der Chefredakteur mich 20 Stunden da an den Schreibtisch fesselt. Wie sieht das denn aus? Erzählen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich tue mich immer schwer, das schließe ich an die letzte Antwort an, ich tue mich immer schwer zu pauschalisieren, weil Journalisten sind kreative Menschen oder sollten kreative Menschen sein, sind Individuen und das ist wirklich individuell unterschiedlich. Also ich habe kürzlich bei einer anderen Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung einen Redakteur einer nicht genannt werden sollenden großen süddeutschen Tageszeitung gehört, der sagte, dass er Social Media als Belästigung sieht. Er möchte gar keinen Kontakt mit Lesern haben und er findet es nervig, dass Hinz und Kunz in den Kommentarspalten seiner Zeitung sich zu Wort melden können. Solche Leute gibt es. Und es gibt Leute, die den Rückkanal des Social Web, der Social Media sehr schätzen. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den beiden Damen in der Runde. Um nochmal ganz konkret zu fragen, Facebook zum Beispiel, wie nutze ich das denn eigentlich journalistisch? Ich habe ja nochmal nachgeschaut, einige von uns sind hier gar nicht bei Facebook, andere wiederum haben 902 oder wie viele Freunde haben Sie inzwischen, Herr Jibsen? Nennen Sie nicht Freunde, sind Kontakte. Also jedenfalls eine ganze Menge Kontakte. Wie wichtig, Frau Haselmann, Sie haben das eben auch schon angesprochen, ist dieses Self-Marketing denn für Journalisten geworden? Ich erzähle das natürlich auch immer meinen Studenten, Twitter muss und Facebook muss auch beruflich, aber vielleicht können wir noch mal diesen Mythos jetzt aufklären. Wie wichtig ist es denn wirklich? Also für die Selbstvermarktung? Für den Journalismus ganz generell. Ist es ein wichtiger Kanal für uns, den wir nutzen sollen, müssen in Zukunft? Was für eine Frage. natürlich müssen und sollen und können wir den nutzen. Zum einen jeder Einzelne natürlich für sich. Es ist auch Teil dieser Schulungen, die wir intern durchführen, bei denen es halt auch darum geht, so ein bisschen bei einigen Kollegen dieses Gefühl abzubauen, sich dort sozusagen auch eine eigene Präsenz zu schaffen und dann Sachen sozusagen, die sie selbst geschrieben haben, aber auch Sachen zu empfehlen, wo tatsächlich dieses in die Öffentlichkeit treten, dort sozusagen mit einem Bild für jeden erreichbar zu sein, dass das für viele noch ein bisschen ungewohnt ist. Und, wer ist denn hier bei Facebook, also welcher Journalist ist hier im Raum bei Facebook und nutzt das beruflich? Okay, also das ist noch eine ganze Reihe, finde ich, erstaunlich viele. Und falls ich das auch mal so in die Runde fragen darf, wer hat diese Abonnierfunktion aktiviert? Also wer abonniert aktiv bei Leuten und hat es auch selbst bei sich freigeschaltet? Okay, aber schon deutlich weniger. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für jeden, sich da ja auch sehr gut darüber zu präsentieren und Empfehlungen zu geben, Leseempfehlungen, eigene Artikel zu promoten. Und ich glaube, dass wir davon wegkommen müssen, dass das was Anrüchiges irgendwie hat, sich selbst irgendwie damit auch zu präsentieren und zu sagen, hier, das ist mein Artikel, der ist gut und ich empfehle den hier auf diesem Weg. Findet denn in dieser Sphäre jetzt auch was ganz Neues statt, was vielleicht an Menschen vorbeigeht, die sich dem verweigern? Es gibt ja inzwischen schon ganz viele Facebook-Verweigerer. Also entstehen da jetzt beispielsweise Debatten, die in klassischen Medien nicht stattfinden?
Wie beobachten Sie das? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Also ob wir abseits des Medien-Mainstreams, so wird es häufig genannt, in den sozialen Netzwerken zum Beispiel eine Entstehung von Debatten beobachten können. Ob es Debatten gibt, die vielleicht nur im Netz stattfinden und gar nicht mehr im Fernsehen oder im Radio oder bei Print. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, dass ja die meisten Medien so crossmedial inzwischen arbeiten, dass wir sozusagen uns über die Bande halt auch die Bälle dann zuspielen. Das heißt also, wenn wir merken, dass ein Thema im Netz großes Interesse hervorruft, dann holen wir das selbstverständlich dann halt auch auf die Seite oder in die Zeitung oder in welches Medium auch immer uns zur Verfügung steht, sodass ich eigentlich nicht glaube, dass es auf den einzelnen Plattformen Themen gibt, die nur dort und sonst nirgendwo stattfinden. Hat jemand ein Gegenbeispiel? Ich habe kein Gegenbeispiel, ich wollte nur ganz kurz sagen, es ist doch geradezu, also Twitter ist irgendwie jeden zweiten Tag in der Tagesschau, kommt es mir manchmal so vor. Also die klassischen Medien holen sich ja gerade die Diskussionen, die im Netz geführt werden, zuerst auf Twitter oder über Facebook. Sigmar Gabriel hat was Schreckliches über Facebook gepostet, das wird dann ja zum Thema. Also es ist, natürlich gibt es, entstehen im Netz Diskussionen über Themen, die natürlich auch allgemein diskutiert werden, aber die werden dann wieder in die klassischen Medien reingeholt. Da gibt es schon einen Kreislauf und das verstärkt sich ja auch gegenseitig. Das wollte ich nur noch mal sagen, dass da gibt es schon längst eine Integration eigentlich von sozialen Medien in den klassischen Medien. Ja klar, die Welt kompakt hatte den Tweet des Tages, dann haben sie den kurz mal wieder nicht gebracht, weil sie nicht um Erlaubnis gefragt haben. Jetzt muss man irgendwas dazu schreiben, dass man dann doch abgedruckt werden darf. Ist alles ein bisschen, also es flutscht noch nicht alles so, aber da gibt es schon viele Beispiele dafür, dass da was übernommen wird und dass es auch einen Kreislauf gibt.